بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وتم التسليم على آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بإذن تنبوه العربية بين يديك، الوحدة الثالثة، السكن، الدرس السابع والعشرون. Natürlich im letzten Unterricht gab es einige Fehler, die ich gerne nochmal korrigieren werde. Oder möchte und werde und auch noch im nächsten Unterricht nochmal wiederholen werde. Dazu zum Beispiel, wenn man fragen möchte, das heißt so und so, dann sagt man, Thalaja zum Beispiel, Thalaja, ma'naha, ihre Bedeutung ist, dies ist nicht vorhanden im Arabischen, deswegen sagt man, ma'naha, kaza kaza, also so und so, Kühlschrank, Thalaja, معناها كولشان. كتاب معناه رمه والكتاب مذكر است منلي. ثلاجة مؤنث مبلش. Und dann sagt man معناه بوخ. Oder du sagst كتاب يعني. Oder ثلاجة تعني. Das ist der Verb von bedeutet. Dann kann man eben sagen, Thalaja, Tani, Kühlschrank. Kitab, Yani, Buch. So könnte man das sagen. Einige andere Fehler, die werde ich im nächsten Unterricht erst korrigieren. Aber das fürs Erste. Wir fangen dann an. Al-Wahdatu al-Thalitha, al-Sakan, al-Dars, al-Sabi wal-Ashrun, al-Kitaba, al-Ard. Die Präsentation. Ladaina Jim, Ha, Kha. Wir haben Jim, Ha, Kha. Und da sieht man eben, wie die ausgesprochen wird oder wie die geschrieben werden, wie die ausgesprochen werden. Sehen wir jetzt gleich. Jamila. Jamila. Kann man als Namen benutzen und als Eigenschaft für etwas, was weiblich ist. Mu'annath. Schön. Sajjada. Sajjada. Teppich. Siraj. Siraj. Man könnte es als Licht vielleicht übersetzen. Hai. Hai. Lebendig oder Viertel. Und hier fängt schon unser Freund an zu bellen. Alhamdu. Der Lob. Alhamdu. Natürlich eine Sache, die man selten weiß, ist, dass Ha, der Buchstabe Ha, nicht oder kein dicker Buchstabe ist. Obwohl wir Ha sagen. Das sollte man wissen. Sabah, Sabah, morgen. Khams, fünf. Sachan, der Boiler. Insach, kopiere. Jetzt müsst ihr wissen, was hier gemeint ist. Ich versuche das ein bisschen kleiner zu machen, dann haben wir alles auf einmal. التدريب الأول مر بقلمك على الحرف. Jetzt مر vorbeigehen. بقلمك mit wie Stift قلم ك dein Stift. بقلمي he dann ist es mit seinem Stift. بقلمي mit meinem Stift. بقلمك mit deinem Stift weiblich. بقلمنا unserem Stift على الحرف حرف Buchstabe كلمة Wort جملة Satz التدريب الثاني انسخ كوبيرا التدريب الثالث مرة vorbeigehen haben wir gesagt بقلمك oder مع قلمك mit deinem Stift. Ala al-Kalima. Und wir haben gerade gesagt, was Kalima bedeutet. Arba, Tadrib al-Rabi, insach, kopiere.
Natürlich, dass man jetzt nur von den Videos lernt, das wird nicht helfen. Deswegen muss man auch schreiben und jemand einen Freund suchen, mit dem man reden kann. Es gibt einige Apps wie Tandem oder HelloTalk zum Beispiel. Könnt ihr reingehen und einige Araber vielleicht kennenlernen, die euch dann behilflich sein können. التدريب الخامس. لاحظ وأعد على النقاط. لاحظ بماكة وأعد wiederhole على النقاط auf den Punkten. Natürlich sieht man hier Striche und so weiter, aber okay, Punkte. لاحظ وأعد على النقاط. Also schreibt darauf und am Ende muss man selbst auf den Punkten schreiben. التدريب السادس. اكتب في الدائرة. اكتب schreiben. كتب هو كتب. Er hat geschrieben. هو يكتب. Er schreibt. هي تكتب. Sie schreibt. أنت تكتب. Du schreibst. أنت تكتبين. تكتبين. Du schreibst weiblich. أنا أكتب. Ich schreibe. نحن نكتب. Wir schreiben. اكتب. Schreib. في الدائرة. Im Kreis. مربع. War. Viereck. الحرف. الذي. Der Buchstabe. Der. تبدأ. Anfängt. به. Mit ihm. الكلمات. Die Wörter. اكتب في الدائرة. الحرف. الذي. تبدأ به. الكلمات. Was will man von uns? Dass man den Buchstaben schreibt, mit dem die Wörter anfangen. Jum'a oder Jum'a, Jamila, Jami'a, Julus. Rokam ist Nein. Khams, Khamis, Khidma, Khalid. ثلاثة حي حمد حمام حسان سبعة تدريب السابع اكتب الحرف schreib den Buchstaben الناقص في الكلمة الناقص den fehlenden Buchstaben في كل كلمة in jedem Wort مطبخ ثلاجة واحد سخان جدة خامس حالك مسجد. Was ihr auch machen könnt, ist mit Wörtern, also ihr schaut euch einfach das Buch an und mit irgendeinem Wort versucht ihr dann einen Satz zu bilden. Das ist auch schön. So, wir gehen zur nächsten Seite. Al-Ard, ein rein. Alaikum, auf euch. Alayna, auf uns. Alayya, auf mir. Alayhi, auf ihn. Alayha, auf ihr. Muallima, Lehrerin. Lehrer, Muallim. Sab'a, Dumu', Tränen. Ghuraf, was war nochmal Ghuraf? Zimmer, die Zimmer, Plural. Ein Zimmer, Ghurfa. غرفة الغرفة صباغ فراغ فراغ التدريب الأول مر بقلمك على الحرف Wer nicht weiß, muss nochmal zurückschauen, damit die Übersetzung hat. التدريب الثاني انسخ
التدريب الثالث مر بقلمك على الكلمة. مزقنا حرف كلمة جملة. عليكم معلمة دموع غرف. التدريب الرابع انسخ التدريب الخامس لاحظ وأعد على النقاط. Merke und wiederhole auf den Punkten. Ich muss ein bisschen runtergehen. التدريب السادس صل بين الحرفين المتطابقين. Verbinde صل وصل ist der Infinitiv, هو وصل in der Vergangenheit, er hat verbunden. يصل er verbindet. Und das kann auch ankommen heißen. Man kann auch als ankommen. وصل القاهرة, er ist in Kairo angekommen. وصل يصل تصل تصلين أصل نصل. بين الحرفين zwischen den beiden Buchstaben المتطابقين die passend sind. Und hier kann man dann zum Beispiel sagen ein. Hier könnte man schwer was sagen, weil das sind alles nur Buchstaben, die gleich sind. Okay. التدريب السابع اكتب الحرف الذي تبدأ به كل كلمة. Schreib den Buchstaben der, الذي تبدأ anfängt به مع also mit كل كلمة jedes Wort. Schreib den Buchstaben mit dem jedes Wort anfängt. غرفة Zimmer عمة Tante عشرة zehn غرف Zimmer die Zimmer عليكم auf euch. التدريب الثامن اكتب الحرف الناقص في كل كلمة مع السلامة وفي دازين نعم يا ودع فابشيد عم اوكي غرفة الغرفة فراغ صبغة Und dann gehen wir zur letzten Seite. Okay, dann sind wir fertig. Und so sind wir mit der Wahdatu Thalitha fertig. Rabbana afina wa afu anna wa ahfazna bi asrari al-Fatiha.